Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planescape Torment. Beim letzten Mal, Leute, haben wir Vrishikas kleines Kuriositätenkabinett gestürmt und so ziemlich ihren gesamten Laden leer gekauft. Bis auf das Babyöl, das werden wir partout in den Regalen stehen lassen, denn damit kann nicht mal der Namenlose etwas anfangen, zum Glück. Und dabei sind wir auf diverse interessante Gegenstände gestoßen. Allerdings wollen wir uns heute um ein ganz bestimmtes Item kümmern, nämlich um diesen Modron-Doppelpunkt-Würfel, also einen Modronen-Würfel. Haben wir letztes Mal schon angesehen. Allerdings konnte der Namenlose beim letzten Mal noch nicht allzu viel damit anfangen, außer, naja, irgendwelche imaginären Schlachten gegen die Armeen des Multiversums zu schlagen. Womit Mord offenbar nicht ganz einverstanden ist, dass er nicht mehr der Liebling vom Namenlosen ist. Aber viel mehr können wir mit dem Ding noch nicht anfangen. Und wie Vrishika vorgeschlagen hat, sollten wir vielleicht uns mal ein wenig umhören, ob dieser Gegenstand doch noch einen tieferen Zweck erfüllt. Und ich denke mal, die allerbeste Quelle, um damit anzufangen, wäre wahrscheinlich ein Modron. Und diese Modronen haben wir schon getroffen, beziehungsweise die einzigen, glaube ich, sogar in ganz Siegel, sind ja in Grays Bordell und sind dabei... Wer war es nochmal? Ich glaube, sie beobachten Dolora, oder? Können wir sie gleich nochmal fragen. Interessiert mich jetzt nämlich auch nochmal, welche von den Prostituierten sie eigentlich am Beobachten sind und gerade warum eigentlich diese bestimmte. Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Hallo Mr. Modron, ich bin wieder da. Was kann ich dich nochmal fragen? Was machst du hier? Ich möchte nur wissen, welche Prostituierte beobachtest du eigentlich? Ah, wie genau heißt die denn? Genau, Dolora. Okay, war ich doch richtig. Nun gut, dann kommen wir doch mal zur eigentlichen Frage des heutigen Tages zurück. Weißt du, was diese kleine würfelartiges Spielzeugwesen ist? Der Modron, dessen Aussehen in jedem Aspekt außer seiner Größe mit dem Objekt in deinen Händen identisch ist, blinzelt einmal, zweimal und spricht dann. Das Objekt ist ein Portalwürfel. Der Benutzer muss die Gliedmaßen des Portalwürfels in eine solche Position bringen, dass er aktiviert wird. Wenn er aktiviert ist, transportiert der Portalwürfel den Benutzer zu dem Ziel, auf das er bei seiner Erstellung eingestellt wurde. Moment, langsam. Ein Portalwürfel. In so einer kleinen Actionfigur. Okay, das ist irgendwie verdammt cool. Ich finde die Modronen von Sekunde zu Sekunde irgendwie immer genialer. Was ist die richtige Position, in der dieser hier aktiviert wird? Wir verfügen nicht über diese Information. Mehr als 97% aller Portalwürfel funktionieren in einer Weise, die sich leicht von der Funktionsweise der anderen unterscheidet. Wir waren bei der Konstruktion des Portalwürfels des Subjekts nicht anwesend und haben auch keine Anleitungen zu seiner Verwendung erhalten. Sollte das Subjekt den Portalwürfel anzuwenden wünschen, muss es die Methode seines Betriebs sowie sein Ziel über eine Versuchsreihe bestimmen. Das heißt, wenn wir rausfinden wollen, wo uns das Ding hinbringt, müssen wir rumprobieren. Okay. Aber ich kann dich ja noch was fragen, nämlich, wohin bringt mich denn dieser Würfel eigentlich? Das ist aber anscheinend genau derselbe Text nochmal. Ja gut, wenn der Modron nicht weiß, wie der Portalwürfel aktiviert wird, weiß er wahrscheinlich auch nicht, wohin er uns bringen würde. Von daher, probieren geht über studieren. Wenn wir mit dem Modron gesprochen haben, dann bekommen wir jetzt diese dritte Dialogoption hier. Hantier mit dem Spielzeug herum und probier aus, ob irgendetwas passiert. Wobei ich mich frage, warum der Namenlose das nicht eigentlich von vornherein vielleicht mal gemacht hat. Ich meine, sogar hier steht ja sogar, bewegt die Arme und macht Schwertgeräusche. Ich meine, lies einfach mal, was jetzt passiert. Du biegst und verdrehst die verschiedenen Gelenke des Spielzeugs. Dabei fällt dir auf, dass die Glieder oft urplötzlich wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Als du schließlich das linke Knie beugst, knackt das Ding merkwürdig und zittert in deinen Händen. Ich sag mal so, wenn man Schwertgeräusche macht, beziehungsweise halt die Figur die ganze Zeit nur mit den Armen bewegt, wie es ja meistens ist bei solchen Spielfiguren, wenn man ein kleines Kind ist, bewegt man nicht allzu oft die Beine, sondern mehr die Arme, um damit rumzufuchteln. Aber
Naja, wenn der Namenlose damit so viel rumhantiert, hätte es doch theoretisch auch per Zufall passieren können, dass man, naja, das linke Knie beugt, sag ich mal. Aber gut, man will ja irgendwie die Modronen noch in die ganze Geschichte einbinden, denke ich mal. Also, wenn wir das linke Knie beugen, dann knackt etwas merkwürdig und es fängt an zu zittern. Wir haben jetzt hier noch ein paar Optionen übrig, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich herausfinden, in welcher Reihenfolge wir welches Gelenk bewegen müssen. Und da ich die Reihenfolge nicht auswendig kenne, müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Linkes Knie, dann vielleicht den linken Arm. Fangen wir doch einmal mit der 1 an. Mit einem leisen Klicken springen die Glieder des Spielzeugs plötzlich wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Das scheint wohl falsch gewesen zu sein. Na gut, also wieder das linke Knie und dann bleiben wir mal bei der linken Seite, nehmen wir mal den linken Flügel. Das Spielzeug gibt ein leises Surren von sich. Das scheint richtig gewesen zu sein. Noch was Linkes? Vielleicht jetzt den linken Arm? Nö, das war falsch. Na gut. Also, linkes Knie, linker Flügel. Vielleicht jetzt spiegelverkehrt, also den rechten Flügel jetzt? Das war richtig. Das Spielzeug summt leise und wird immer wärmer. Okay. Müssen wir jetzt die letzten drei auch noch machen, oder wie viele fehlen noch? Moment, machen wir jetzt mal das rechte Knie. Wie gesagt, spiegelverkehrt? Nein, das war nicht richtig. Also links Knie, links Flügel, rechts Flügel und rechter Arm. Ein Surren und Klicken ist zu hören. Dann explodiert ein grelles weißes Licht in deinen Händen. What the? Ja gut, wir spielen hier Planescape Torment. Ich habe jetzt nicht unbedingt mit einer Cutscene gerechnet, wie ich à la Lost Vikings in einen großen Wirbelportal gezogen werde, was mich auf eine andere Ebene führt, aber auf einmal in diesem Raum hier zu stehen, ohne wenn, Punkt und Komma, ist schon irgendwie ein bisschen sehr überraschend. Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht rasten sollen vor der Aufnahme. Jetzt werden nämlich meine Leute die ganze Zeit darüber meckern, dass es schon 12.08 Uhr ist und alle ins Bettchen müssen. Entschuldigt, Leute, das werden wir für heute leider ignorieren müssen. Wo bin ich hier gelandet? Haltet die Klappe! Ihr müsst nicht schlafen! Wenn ich will, lasse ich das Spiel hier 24 Stunden am Rechner durchlaufen! Das müsst ihr durchhalten! Wir sind eine Heldengruppe! Wir gehen weder aufs Klo, noch gehen wir schlafen! Sofern wir keine Lebenspunkte regenerieren wollen. Also, wo sind wir? Im Modron-Foyer. Das sagt mir absolut gar nichts. Oh, okay. Was haben wir denn? Was steht da? Modron-Irrgang. Ein neuer Teil auf der Weltkarte wurde freigeschaltet. Eine Art Würfel, wie es aussieht. Okay, interessant. Na gut, das sagt mir immer noch nicht wirklich, was hier los ist, aber hier steht ein Modron, von daher fragen wir doch einfach mal den Modron, was hier los ist. Vielleicht kann er uns helfen. Du siehst einen Würfel mit zwei Armen, zwei Beinen und zwei kleinen Flügeln, die aus den Seiten sprießen. Auf der Vorderseite des Würfels ist ein lebhaftes Gesicht. Als du dich näherst, richtet das Wesen den Blick auf dich. Hi, sei gegrüßt. Das Wesen starrt dich ausdruckslos an. Sei gegrüßt, Abenteurer. Willkommen in Rubicon, dem Verlieskonstrukt. Vielen Dank, dass ihr Rubicon für euer Verliesabenteuer gewählt habt. Ihr könnt Rubicon durch diese Tür betreten. Was ist Rubicon, mein Freund? Das Wesen starrt dich an, ohne zu antworten. Und was ist ein Verlieskonstrukt? Das Wesen blinzelt dir zu, doch man merkt ihm nicht an, ob es deine Frage gehört hat. Für einen Begrüßungsmodron, der hier einfach vorm Eingang steht, wie es scheint, ist er nicht sehr kommunikativ und kann meine Fragen beantworten. Na gut, danke für die sehr spärliche Auskunft, aber ich muss weiter, leb wohl. Na schön, ich würde sagen, wir sehen uns hier einfach mal ein bisschen um, vor allem auch, weil wir gerade irgendwie einen Mangel an Alternativen haben. Ich meine, ich sehe zwar hier, dass hier unten irgendeine Art Gang oder Tür ist anscheinend, aber die scheint versperrt zu sein und auch wenn wir hier oben links an diesem Portal hier standen, nicht Portal, an diesem Torbogen hier standen, kann ich ja nirgendwo hinklicken, wir kommen hier anscheinend nicht wieder raus. Wir müssen wohl, naja, die Flucht nach vorn antreten, also betreten wir doch mal dieses Rubicon, woher auch immer dieser Name kommt. Okay. Da spricht uns irgendwas an. Das Konstrukt der sanften Drohung. Wie bitte? Die sanfte Drohung.
Das klingt irgendwie... Diese zwei Wörter passen nicht zusammen. Das klingt irgendwie wie diese japanischen oder chinesischen Gerichte, die so ganz, ganz kompliziert zusammengekocht werden müssen. So die Reisbällchen des grünen Drachenatemtodes oder sowas. Keine Ahnung, das Konstrukt der sanften Drohung. Ist irgendwie vielleicht so eine Art roter Eiffelturm oder sowas, wenn ich jetzt ans Essen denken müsste. Keine Ahnung. Du siehst ein mechanisches Wesen mit blassgrüner Haut. Das heißt, dieses Konstrukt wurde mit einer Art Haut überzogen. Aha. Zwar handelt es sich eindeutig um ein Konstrukt, doch seine Gesichtszüge sind sehr lebendig. Im Moment sieht es dich finster an. Warum auch immer. Nun gut. Sei gegrüßt! Grrr, knurrt das Wesen dich an und macht eine Pause, um deine Reaktion einzuschätzen. Was machst du da? Es starrt dich schief an und weiß nicht recht, was es tun soll. Ich bin ein Verliesbewohner. Du bist in meinen persönlichen Lebensraum eingedrungen und musst nun die Konsequenzen tragen. Daher starte ich einen ordnungsgemäßen Angriff in der folgenden Reihenfolge. Grrr, laut, Drohgebärde und Kampf. Es greift dich an. What the fuck? Ja, dass es mich angreift, das sehe ich. Ich glaube nicht, dass ich den vom Gegenteil überzeugen kann, also hauen wir es mal ganz kurz um. 500 Erfahrungspunkte. Na gut, allzu viel drauf hatte der Kollege wirklich nicht, das stimmt. Hast du irgendwas fallen gelassen? Du stehst ja schon wieder so im Schatten. Ja, da ist irgendwas. Ingus, was hast du da? Ganz was Feines? Was? Ein Item, das ganz was Feines heißt. Ja, das will ich mir mal ansehen. Ganz was Feines. Es sieht aus wie ein kleiner Steinstab oder so. Interessant, aber nutzlos. Leute, ich habe gerade dieses riesige Fragezeichen über dem Kopf, was man aus diversen Online-Rollenspielen kennt, von Questgebern und so weiter. Nur, dass es bei mir nicht ausdrückt, dass ich irgendwas von euch möchte, sondern dass ich einfach nur total verwirrt bin. What the fuck ist kaputt hier? Na gut, gehen wir einfach mal weiter und schauen, was passiert. Also, ich sehe schon wieder diese komischen versperrten Durchgänge, wie es aussieht, die anscheinend aus Zahnrädern bestehen, wenn man dem Ding hier oben glauben darf. Aber zumindest haben wir noch einen Weg, der nicht rückwärts führt, nämlich hier oben links. Also nehmen wir den einfach mal. Ui, und hier haben wir drei von diesen komischen Konstrukten drin, wie es aussieht. Mit derselben Dialogoption, also begrüßen wir die auch einfach mal. Dieses scheint einen anderen Text zu haben. Stirb im Namen des bösen Zauberers! Das Wesen schwingt seine Waffe nach dir. Von was für einem bösen Zauberer redest du da? Das Wesen hört einen Moment auf, seine Waffe zu schwingen, um nachzudenken. Von dem, der nicht existiert, bist du das Rubikon-Verlies-Konstrukt auf Schwierigkeitsgradstufe schwer setzt. Junge, dann kriegst du aber Probleme. Bis dahin, stirb im Namen des bösen Zauberers! Es greift dich an. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich erstmal wehren und dann kann ich mich weiter verwirrt anhören. Einen Moment, kloppen wir erstmal auf alles Mögliche ein, was hier versucht, auf mich zuzulaufen. Wobei ich natürlich versuchen möchte, möglichst wenig Schaden zu kassieren. Das heißt, Mord schnappt sich den einen, Dacon hoffentlich den anderen. Aber da die Biester mit etwas Glück doch relativ schnell umzufallen scheinen, wie es aussieht. Ja, der ein bisschen langsamer, der hier vielleicht jetzt wieder ein bisschen schneller. Jawohl, genau. Erledigt. Scheint das hier jetzt noch nicht allzu schlimm zu sein, sag ich mal. Aber... wir werden ja gerade mit Informationen gefüttert, die ich nicht wirklich begreifen kann, Leute. Ich fühle mich gerade wie am Anfang des Spiels, wo wir so in eine Situation reingeworfen werden, die, diverse Erklärungen bedarf, habe ich das Gefühl. Aber leider finden wir bei diesen Kreaturen nicht besonders wirklich interessante Gegenstände. Ein Beutel mit Münzen. Ein kleiner Beutel mit ein paar eigenartigen Münzen. Die Münzen haben eine ungewöhnliche Prägung, sie scheinen nicht besonders wertvoll zu sein. Natürlich. Wenn ich schon irgendwo Beute finde, dann ist sie in der Regel nicht besonders wertvoll. Yay. Ich denke mal, ich sollte die Konstrukte mit einem meiner anderen Gruppenmitglieder looten, damit der Namenlose mit seinem neuen Inventar von Vrishika vielleicht etwas geordneter bleiben kann. Apropos, ich habe ja noch den Ring mit +1 Rüstungsklasse. Wen gebe ich den denn? Wer hat denn hier, sag ich mal, Bedarf an so einem Ring? Ich glaube, Anna wäre ganz gut geeignet, oder? Ja, also Anna ist ja zumindest noch die einzige Nahkämpferin neben Grace, sofern ich die jetzt nicht in den Nahkampf reinschmeiße, und die hat ja schon 0 Rüstungsklasse.
mit, naja, mit wenig Lebenspunkten. Aber trotzdem, wenn Anna schon irgendwas tanken muss für kurze Zeit, dann sollte sie vielleicht doch auch auf 0 Rüstungsklasse runterkommen. Machen wir das erstmal so. Ich kann ja nachher noch immer beliebig wechseln, wenn ich möchte, denn dieser Ring hier ist ja zum Glück nicht verflucht. Wie zum Beispiel, ach ne Quatsch, ich habe ja das Spinnenarmband letztes Mal gehabt, hier. Was? Ach, es ist ein Armband, kein Ring, mein Fehler. Sollte ich vielleicht noch anlegen, gut. Habe ich noch irgendwas vergessen anzulegen vor der Aufnahme? Ich sollte mich wieder besser vorbereiten, Leute. Ich bin echt, echt daneben heute. Aber gut. Ist auch wieder ein ganzes Stückchen her, dass ich Zeit hatte, um irgendwas aufzunehmen. Von daher soll uns das heute nicht aufhalten. Und wieder haben wir nur einen Weg, diesmal nach rechts oben. Und wieder 3 Konstrukte in diesem Raum. Hallo, wie geht's denn euch dreien hier? Und dieses hier redet auch von dem bösen Zauberer. Dann nehmen wir mal dieses Mal eine andere Frage. Wer oder was bist du? Nehmen wir mal, was bist du? Ich bin ein leichtes Kampfkonstrukt und darauf programmiert, alle Eindringlinge zu töten, die es wagen, Rubicon herauszufordern. Es greift dich an. Darauf programmiert worden, alles hier drin zu töten. Das heißt, naja, gut, es sind Konstrukte, damit hätte ich schon irgendwie rechnen können, dass diese Dinger, ja, irgendwer muss die darauf programmiert haben, auf mich einzukloppen. Das ist wohl logisch. Wenn sie nur nicht immer sofort auf den Namenlosen hetzen würden. Der hat zwar genug Lebenspunkte, um das auszuhalten, aber es wäre mir doch lieber, wenn er von den Angriffen erstmal verschont bleibt. Aber wir haben ja schon wieder einiges an Beute. Jeder von diesen komischen Konstrukten scheint immer irgendwas fallen zu lassen. Achso, Grace heilt gerade. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Geräusch war, in dem Moment, wo ich hier was aufhebe. Eine blaue Linse. Ja gut, heil mal den Namenlosen. Aber übertreib's bitte nicht, Grace. Vielleicht brauchen wir deine Heilzauber nachher noch. Eine blaue Linse, die ich nicht identifizieren kann, weil ich dafür anscheinend gerade nicht clever genug bin. Und ich habe auch keinen identifizierenden Zauber gerade bereit. Also muss das für später warten. Na gut, schon gut. Hier oben links kann ich nichts anklicken, weil diese Mauer spontan hier auftaucht. Na gut. Da unten rechts genauso. Na, wenigstens haben wir nur einen Weg, den wir lang gehen müssen. Wenn das hier so eine Art Labyrinth wäre mit 4 verschiedenen Möglichkeiten, dann würde ich hier mehr Zeit verbringen, als ich gerne wollte. Und hier haben wir wieder ein einzelnes Konstrukt. Also jeder dieser Räume scheint von ein bis drei Robotern bewacht zu werden, die, naja, darauf programmiert sind, mich sofort anzugreifen, wenn ich den Raum betrete. Und dieses Wesen hat wieder einen anderen Text. Es sieht dich plötzlich nicht mehr finster an, sondern setzt einen Ausdruck gespielten Entsetzens auf. Das heißt, dieses Konstrukt wurde darauf programmiert, Entsetzen zu spielen, also den Schauspieler zu geben sogar. Es ist der Held selbst, zweifellos gesandt, um den Bösewicht zu töten. Wehe mir, dem unglückseligen Konstrukt, das ausgerechnet bei seiner Ankunft Wachdienst hat. Was? Was redest du da? Ja, das ist eine gute Frage, Namenloser. Dankeschön. Das Wesen stemmt die Hände in die Hüften und sieht dich finster an. Die Handlung, du Tölpel! Halt dich an die Handlung! Wie soll ich wohl meine Rolle spielen, wenn du nicht mitmachst? Also, wo waren wir? Es überlegt einen Augenblick. Ah, ich weiß wieder. Ich wollte dich gerade in die Mangel nehmen. Es greift mich an. Erst macht es einen auf Panik und jetzt greift es mich doch wieder an. Und was redet es da von Wachdienst? Ist das doch für eine eigenartige Konstruktion? Okay, ich habe es gerade von Grace nur ganz, ganz leise gehört, aber ich glaube, sie hat gesagt, was für eine eigenartige Konstruktion. Und verdammt hat sie recht. Und wir kriegen leider bis jetzt immer nur dieselbe Beute zugewiesen. Und ich darf nicht vergessen, dass der Ignus das heute mal einsammeln darf, nicht der Namenlose. Genau, alle Breakdance-Modus bitte. Wo geht's denn weiter? Hier nach rechts unten. Naja, zumindest bekommen wir anscheinend immer ein wenig mehr Informationen aus diesen Konstrukten heraus, wenn ich, sag ich mal, meine Fragestellung ein wenig abwechsle. Das hier redet auch wieder vom Wachdienst, also fragen wir doch einfach mal, wer bist du? Das Wesen überlegt einen Augenblick und zuckt dann übertrieben mit den Achseln. Dein unglückseliges Opfer? Es macht sich bereit zum Kampf. Ich kann nicht glauben, dass das hier wirklich passiert. Tu das aber! Nimm das, Schurke! Es greift dich an. Oh mein Gott! Ich weiß gerade nicht, ob ich diese Konstrukte hier irgendwie sogar cooler finden soll als die Modronen. Ich meine, machen hier einen auf Schauspieler, greifen mich an und irgendwie die sanfte Bedrohung. Also irgendwas ist hier richtig, richtig kaputt, Leute. Was haben wir denn da? Einen roten Edelstein. Eine Portallinse.
Das klingt doch schon mal ein bisschen interessanter als Beute. Was haben wir denn hier? Dieses magische Gerät kann einen Durchgang zu anderen Orten bilden, indem es sich vorübergehend an bekannte, bereits bestehende Portale heftet. Dadurch gewährt es dem Benutzer Zugang zu einem Portal, ohne zu ihm reisen zu müssen. Okay, das klingt ein wenig kompliziert für meinen Geschmack. Aber das Ding werden wir uns erstmal für später aufheben, denn erstmal möchte ich hier weiter mich umsehen. Haben wir wieder mehrere Wegesmöglichkeiten? Erledigt. Haben wir diesmal überhaupt mehrere Wegesmöglichkeiten, meine ich. Diesmal haben wir nämlich hier unten zwei offene Türen. Dann gehen wir doch mal da durch. Und werden sehr, sehr schnell angesprochen von diesen Biestern hier. Was können wir dich denn noch fragen? Was machst du da? Das Wesen lehnt sich zu dir herüber und flüstert. Ich spiele gerade die Rolle des verängstigten Untertanen, der dem Held zum ersten Mal begegnet. Dann richtet es sich auf und ruft mit angsterfüllter Stimme. Zu den Waffen, Mildkonstrukte! Wir müssen den Helden vernichten! Es greift dich an. Hier haben wir zwei dieses Mal. What the fuck? Also, versuchen wir mal ein paar Dinge festzustellen. Bis jetzt sieht so ziemlich jeder Raum in diesem Rubicon-Modronen-Irrgang, also es ist doch ein Labyrinth von irgendeiner Art und Weise, sieht hier jeder Raum praktisch identisch aus, wird von diesen komischen Konstrukten bewacht, die merkwürdigerweise irgendwie darauf programmiert sind, einen auf Monster sozusagen zu machen. Ein Hinweis. Auch ein toller Name für ein Item, okay. Anstatt, ich sag mal, die regulären Wachroboter zu geben. Ich meine, klar, Konstrukte können in Planescape Torment sicherlich auch sehr redlich sein und Dialoge mit uns anfangen. Das will ja keiner eigentlich verneinen, diese Aussage, aber trotzdem haben sie hier irgendwelche merkwürdigen Informationen eingespeist bekommen von wir sind die Helden, die vernichtet werden müssen und irgendeinem bösen Zauberer, der erst später kommen soll? Blasenförmiges Doppelfernrohr. Dieses bizarre blasenförmige Fernrohr besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Linsen. Wenn man hindurchschaut, erscheint einem alles doppelt. Dies macht es schwierig zu erkennen, welches das tatsächliche Ziel ist. Und schon wieder können wir diese Linse nicht identifizieren. Das nervt mich langsam. Wo kann man eigentlich nochmal den, ich glaube es hieß ja Altertumskunde, oder? In diesem Spiel hier. Diesen Wert nachsehen, da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Moment, das müsste ja beim Identifizieren-Zauber drinstehen, ne? Mit diesem Zauber können die Geheimnisse eines verzauberten Objekts und genauen Attribute erkannt werden. Toll. Steht also nicht dran, was genau dieses Ding macht. Egal. Kümmern wir uns alles später drum. Ach ja, genau, wir haben ja noch einen Hinweis gefunden. Warum auch immer da ein Hinweis steht. Auf diesem rätselhaften Stück Pergament steht einfach, jetzt verstehst du wohl besser, was vor sich geht. Nein, tue ich nicht! Überhaupt nicht! Scheiß Papier, das lügt! Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vorgeht. Nicht in geringster Art und Weise. Und jetzt gerade wirre ich hier durch irgendwelche Irrgärten und versuche mich die ganze Zeit durch irgendwelche komischen Konstrukte durchzukämpfen am Stück. Was auch nicht gerade sehr viel Spaß macht. Was kann ich dich denn noch fragen? Ich glaube, wir hatten schon alle Sachen einmal gefragt, aber vielleicht wer bist du nochmal? Oder nee, was bist du? Hatten wir, glaube ich, vorher nur eine andere Antwort bekommen. Ich bin der Verliesbewohner, der dich vermöbeln wird. Ja, danke schön. Das ist auch eine sehr tolle Aussage. Ich habe das Gefühl, wir können noch eine bessere Antwort aus diesem Typen herausbekommen, weil vielleicht wird eines von denen uns ja mal sagen, was für eine Art Konstrukte sie sind. Erledigt. Die anderen waren ja auch bei einigen meiner Fragestellungen relativ offenherzig und haben zugegeben, was los ist. Vor allem die mit diesem komischen, finsteren Zauberer, oder wie das gerade eben nochmal hieß. Das waren drei, oder? Ja, einer fehlt noch. Auch wenn ich bis jetzt nichts mit der Beute anfangen kann, die sie diese komischen Dinger droppen, kann es ja vielleicht sein, dass das nachher noch der Fall ist. Also alles ganz brav einsammeln. Wir sind hier ja in einem Verlies unterwegs, wie es gerade eben stand. Hallo, das sieht anders aus. Wir haben hier drin 6 Modronen stehen. Vielleicht können die uns ja weiterhelfen, was hier kaputt, los, auch immer ist. Reden wir doch mal mit den Herren. Fangen wir mal hier unten rechts an und arbeiten uns gegen den Uhrzeigersinn vor. Wir sehen einen Modron, die sehen ja alle relativ gleich aus. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Das Wesen spricht mit einer monotonen, geschlechtslosen Stimme. Ja, die werde ich wahrscheinlich immer noch nicht allzu gut hinkriegen, schließlich habe ich ein Geschlecht. Ich habe ein paar Fragen an dich. Sehr viele Fragen sogar, wenn ich drüber nachdenke.
Das Wesen sieht dich weiter mit leerem Blick an. Stellt eure Frage. Wer bist du? Das Wesen starrt dich eine Weile an, bevor es antwortet. Nicht sicher. Verwirrt. Wie meinst du das? Weißt du nicht, wer du bist? Nein, manchmal nicht sicher. Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Gut, Namenloser, dass du das schon wieder jedem Fremdling auf die Nase binden möchtest, aber gut, wenn das die einzige Dialogoption ist. Ich verstehe dich gut. Das Wesen streckt seine Hand aus und fasst dir sanft an die Schulter. Dann nimmt es die Hand wieder weg. Moment mal. Dieser Modron, ein Wesen, das auf rechtschaffender Neutralität beruht, also praktisch einfach nur eine logisch denkende Maschine sein müsste, hat gerade Mitgefühl gezeigt? Also so langsam mache ich mir echt Sorgen, Leute. Was können wir dich noch fragen? Was bist du? Wir sind die Rasse der Modronen. Wir stammen aus Mekanus, der Ebene des Gesetzes. Das hinterfrage ich gerade, mein Lieber. Die Modronen Mekanus verhalten sich sicherlich nicht so merkwürdig, wie du das gerade hier tust. Was kannst du mir über Mekanus erzählen? Ein Ort der Gesetze. Viele Gesetze. Sehr strukturiert. Das Wesen verstummt. Also in der Regel sind Modronen wesentlich gesprächsfreudiger, wenn ich mit ihnen quatsche. Also gut, es kommen nicht sehr viel mehr Informationen heraus, aber sie sind auf jeden Fall sehr wortgewandt, wenn es darum geht, wenigen sinnvollen Worten ein großes Kleid drumherum zu verpassen. Das steht fest. Was ist das hier für ein Ort? Das Wesen blickt um sich. Ein Verlies-Simulator. Funktioniert aber nicht. Kaputt. Es seufzt. Das ist... Moment, die können auch seufzen? Würde das nicht bedeuten, es ist enttäuscht von seiner vorigen Aussage? Was ist ein Verlies-Simulator? Bitte erklär mir das jetzt mal. Der Modron schaut dich an und sagt seufzend: Er simuliert Verliese. Was denn sonst? Wirklich, auch noch genervt. Dieser Modron hat einen Schaden. Und wie ist er kaputt gegangen? Nicht sicher. Geht einfach nicht mehr. Das heißt, du weißt, wo wir sind und was das hier ist, aber du weißt nicht, warum es kaputt ist. Nun gut. Was machst du hier? Er hält kurz inne. Überlegen. Denken. Fragen beantworten. Er schaut dich mit gerunzelter Stirn an. Was überlegst du denn gerade? Das Leben steckt voller Geheimnisse. Er verstummt. Ja. Ich hoffe mal, deine anderen Kollegen sehen deine Weltanschauung ähnlich, denn normalerweise werden Modronen, die so komisch daherreden, also nicht normal sind, entfernt, da sie ja nicht mehr sozusagen zum Kollektiv gehören. Und der Typ hier unten, der ist definitiv nicht Teil des Kollektivs. Er gehört nicht mehr zu den Borg, das steht fest. Dann gucken wir doch mal, ob dieser hier was anderes weiß. Und ich werde mich schon freuen, diese 6 Stück voneinander unterscheiden zu können. Es spricht auch mit einer monotonen Stimme. Hast du andere Antworten für mich parat? Wer bist du? Wir sind Modron. Heißt das, dein Name ist Modron? Wir sind Modron. Wir haben keinen Namen. Wir sind Modron. Alles, was ihr hier seht, ist Teil des Modron. Wir sind eins. Seht ihr, genau das meine ich. So muss ein Modron reden, wenn man mit ihm redet. Einfach nur langgezogen und darauf beharrend, dass er eine Maschine ist und nicht, dass es Gefühle besitzt. Ja, ihr seid alle Modronen, aber wie heißt der Modron, mit dem ich gerade spreche? Der Modron gibt sporadisch klopfende Geräusche von sich und starrt dich mit einem gequälten Gesichtsausdruck an. Ich... Er wendet seinen Blick ab. Das klopfende Geräusch hört auf. Wir sind Modron. Unsere einzige Identität ist die Gesamtheit des Modron. Wir haben keinen Namen. Was war das denn gerade? Wie haltet ihr euch auseinander? Der Modron hält kurz inne, um deine Frage zu bedenken. Wir wissen es. Wir sind Modron. Wir sind Teil eines Ganzen. So wie ihr wisst, dass die Hand ein Teil des Arms ist, wissen wir, dass alles Teil eines Ganzen ist. Ja, wie gesagt, ein kollektiver Geist in dem Sinne. Eigentlich genau wie die Borg.
Ja gut, bis auf die Ausnahme wahrscheinlich mit der Borg-Königin, aber selbst die Modronen sind ja, soweit ich weiß, in, ich sag mal nicht Kasten, aber halt in verschiedene Strukturen organisiert. Das heißt, irgendwo ganz an der Spitze müsste es ja theoretisch auch eine Instanz der Modronen geben, die den unteren Befehle erteilt. Das müsste ich mir auch mal wieder schlau lesen. Das klingt gar nicht mal so uninteressant. Wie sieht das der Modronen-Anführer aus? Ob es dafür ein Bild auf Google gibt? Mal nachgucken nachher. Was ist das hier für ein Ort? Das Rubicon-Verlies-Konstrukt. Und was soll das sein? Der Modron blickt dich mit gerunzelter Stirn an. Dann sieht er sich im Raum um. Wir müssten es wissen. Wir sind Modron. Wir sind Teil eines Ganzen. Wir Information nicht verfügbar. Richtet eure Frage an den Ingenieur. Hast du ein kleines Speicherleck, mein Freund? Wo finde ich den Ingenieur? Die Augen des Modron wandern umher. Wir wissen es nicht. Information nicht verfügbar. Wir sind verwirrt. Also der Typ hier hat weniger einen Schaden als sein Kollege hier drüben, aber scheint auch unter gewissen Gedächtnislücken zu leiden, wie es scheint. Was machst du hier? Warten auf Anweisungen. Und Anweisungen wofür? Oder welcher Art? Der Modron sieht dich mit leerem Blick an. Für die Aufgabe, die als nächstes auszuführen ist. Was für Aufgaben erledigst du denn hier in normaler Weise? Der Modron blickt dich... Achso, das ist derselbe Dialog nochmal. Okay, er hat keine Ahnung, was er denn vorher gemacht hat. Das heißt, diese Kreatur hier hat so ziemlich alles was Relevante für sich vergessen, wie es scheint. Konstruktion. Gar nicht mal so gut für ihn. Und wir haben sogar noch 4 Modronen vor uns. Dann schauen wir doch mal. Dieser Modron scheint mich nicht einmal begrüßen zu wollen. Es starrt mich nichtssagend an. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Und es antwortet mir weiterhin nicht. Nö, es starrt mich an und zwinkert mir mit seinen ausdruckslosen Augen zu. Das heißt, das Ding hier ist sogar nur eine leere Hülle seines früheren Selbst. Wenn es überhaupt jemals sprechen konnte, das weiß ich nicht, aber ich glaube einfach mal, Modronen haben doch so viel Herz und Hirn, nicht Kopien von sich selbst herzustellen, die nicht in der Lage sind zu kommunizieren. Es sei denn, das wäre wie bei Bienenstöcken, die im Endeffekt so beim kollektiven Geist wissen, was sie zu tun haben, ohne darüber reden zu müssen. Das wäre auch möglich. Nun gut, weiter im Text. Der hier möchte auch nicht mit mir reden. Nun gut, das spart Zeit. Okay, 2 bleiben übrig. Dieser hier möchte mit mir reden. Sei gegrüßt. Ich habe ein paar Fragen an dich. Hast du andere Antworten für mich? Wer bist du? Das Wesen starrt dich eine Weile an, bevor es antwortet. Nicht sicher, verwirrt. Wie meinst du das? Weißt du nicht, wer du bist? Nein, manchmal nicht sicher. Moment, kann dieser hier mir auch... Tatsache, der packt auch seine Hand auf meine Schulter. Okay. Das heißt, du bist so ähnlich wie der Typ hier rechts vom Eingang. Oder... Nee, halt! Bei was bist du, hat er eine Antwort. Wir sind die Rasse der Modronen. Wir stammen aus Mekanos, der Ebene des Gesetzes. Und was kannst du mir über Mekanos erzählen? Nee, das kennen wir auch schon. Die scheinen nicht allzu viele Antworten für mich parat zu haben. Nö, das kennen wir auch alles schon. Und was machst du hier? Auch über das Leben nachdenken, das voller vieler verschiedener Geheimnisse steckt? Na gut. Nicht sehr ergiebig, dann sprechen wir doch mal mit dem letzten, Nummer 6. Modron, der hier so melodramatisch auf dieser Plattform steht, den ich möglicherweise absichtlich bis jetzt ausgelassen habe. Hallo, mein Freund. Sei gegrüßt. Seid gegrüßt. Das Wesen spricht mit einer monotonen, geschlechtslosen Stimme. Kannst du mir ein paar Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wer bist du? Wir sind Modron. Und dein Name ist also Modron? Wir sind Modron. Wir haben keinen Namen. Wir sind Modron. Alles, was ihr hier seht, ist Teil des Modron. Wir sind eins. Wenn ihr keinen Namen habt, wie unterscheidet ihr euch voneinander? Na gut, das kennen wir alles schon. Aber, Moment. Wir haben eine andere Dialogoption. Wie steht's mit dir als Individuum? Ich. Der Modron wirkt verwirrt und hält kurz inne. Ein heftiges Summen erfüllt den Raum, verklingt aber schnell wieder. Wir sind Modron. Wir sind Teil des Ganzen.
Das Ganze ist Modron. Es gibt keinen anderen. Okay. Was bist du? Wir sind Modron. Wir sind Quadron. Und was ist ein Quadron? Innerhalb unserer Rasse werden wir als Typ Quadron klassifiziert. Okay, und ich glaube, wollte gerade sagen, wir wissen, was ein Modron ist. Das müssen wir diesen Herren hier nicht fragen. Was ist das hier für ein Ort? Die 1-Million-Dollar-Frage für heute. Dies ist das Rubicon-Verlies-Konstrukt. Und was zum Teufel soll das eigentlich sein? Als er dir antwortet, gibt der Modron einen weichen, summenden Laut von sich. Rubicon, Ziel des Projekts ist zum einen die Ermittlung der sozialen und asozialen Dynamik, von der die für gewöhnlich als Verlies aufgefasste Umgebung geprägt ist, und zum anderen der Versuch einer Erklärung der Anomalien, die in solchen Umgebungen verstärkt auftreten. Von was für Anomalien sprichst du? Offene Fragen. Wodurch werden Leute von Verliesen angezogen? Warum versuchen Leute so oft, in sie hineinzugelangen, wo sie doch so gefahrvolle Orte sind? Warum gibt es Verliese überhaupt? Welche Dynamik geht von einem funktionstüchtigen Verlies aus? Wir verstehen es nicht. Er hält inne. Ich versteh's nicht. Du hast gerade ich statt wir gesagt. Der Modron wirft dir einen besorgten Blick zu und schaut sich dann im Raum um. Ihr irrt euch. Wir sind Modron. Wir sind das Ganze. Wir werden das jetzt nicht erörtern. Moment mal, ich weiß doch, was ich gehört habe. Du hast gesagt, du hast angefangen, ich zu sagen und... Der Modron schaut dich düster an. Als er dir antwortet, hörst du einen Anflug von Zorn in seiner Stimme mitschwingen. Nein, wir sind Modron. Wir sind Teil des Ganzen. Wir werden das jetzt nicht weiter erörtern. Ein wütendes Summen erfüllt den Raum und verklingt dann. Ja, und jetzt haben wir sogar noch einen wütenden Modron gefunden. Ich möchte ihn allerdings noch vorher fragen, bevor wir jetzt ihn mal darauf ansprechen, ob wir diesen Verlies-Simulator ausprobieren können. Wie willst du das anstellen? Wie willst du diese sozialen und asozialen Dynamiken und Anomalien denn untersuchen? Rubicon ist in der Lage, eine Reihe von Räumen zu bilden, die so miteinander verbunden sind, dass sie ein Gebilde darstellen, das gemeinhin als Verlies bezeichnet wird. Jedes Verlies verfügt über einen von drei Schwierigkeitsgraden, leicht, normal oder schwer. Je nach dem gewählten Schwierigkeitsgrad gibt es in den Verliesen unterschiedlich viele Monster, Fallen und Schätze. Nach seinem Bau kann das Verlies vollständig erkundet werden. Der Modron beginnt ein leises Summen von sich zu geben. Ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen, was hier los ist. Was ist das für ein summender Laut, der die ganze Zeit von dir ausgeht? Obikon ist eine herausragende Leistung und er hält einen Moment inne. Wir sind zufrieden. Schon wieder dieses Ich. Ich würde gerne eines dieser Verliese mal ausprobieren. Könnten wir das einrichten? Bevor er dir antwortet, macht der Modron eine bedeutsame Pause. Bitte abgelehnt. Projekt gestoppt wegen Unfall. Was für ein Unfall? Verlieskonstrukt ist instabil geworden. Ursache unklar. Aktivierte Failsafe-Mechanismen bringen Verlies zum Einsturz. Ursache unklar. Fehlfunktion der Portallinse führt zu Abbruch des Kontakts mit der Heimatebene Mekanus. Ursache unklar. Neustart des Verlieses notwendig. Das klingt gar nicht mal so schön. Und warum führst du dann keinen Neustart durch, wenn das dir so bewusst ist, dass du es tun musst? Neustart kann nur durch den Projektleiter eingeleitet werden. Projektleiter zerstört. Fehlfunktion der Torlinse hat Kontakt mit Mekanus abgebrochen. Erhalte keinen Ersatzprojektleiter aus Mekanus. Moment mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Du kannst keinen Neustart ohne einen Leiter durchführen, aber du kannst keinen Leiter ohne einen Neustart bekommen. Also ein Teufelskreis. Der Modron wirkt besorgt und fängt an, unruhig zu werden. Beurteilung korrekt.
Projekt gestoppt. Sag mal, ich bin ein Abenteurer und habe schon so manches Verlies kennengelernt. Ich könnte doch als Leiter für dich einspringen. Der Raum wird plötzlich von einem Summen erfüllt, das genauso schnell wieder abklingt. Hilfe erwünscht. Du bist jetzt Projektleiter. Erbitte Rat bei nächster Aufgabe. Ui, das ging schnell. Der wollte die Verantwortung wohl so schnell wie möglich loswerden. Nun gut, dann führe den Neustart des Verlieses durch, was auch immer jetzt passieren könnte. Neustart eingeleitet. Der Raum wird von einem leisen, trommelnden Geräusch erfüllt, das man mehr fühlen als hören kann. Zerstöre bestehendes Verlies. Das Geräusch nimmt an Lautstärke zu, bis der Boden zu vibrieren beginnt. Initialisiere neues Verlies. Das Geräusch nimmt an Lautstärke zu, bis du glaubst, dass dein Kopf kurz vor dem Platzen ist. Plötzlich wird es still im Raum. Neustart abgeschlossen. Verlieskonstruktstatus leicht. Erwarte weitere Anweisungen, Leiter. Okay, wir haben also Rubicon neu gestartet. Hoffentlich funktioniert es jetzt wieder wie gewohnt. Kann ich dir noch weitere Fragen stellen? Wir haben gerade ein Verlies erschaffen und möchten es daher vielleicht gleich erstmal erkunden. Wozu genau ist Rubicon in der Lage? Rubicon ist in der Lage, eine Reihe von Räumen zu bilden, die so miteinander verbunden sind, dass sie ein Gebilde darstellen, das gemeinhin als Verlies bezeichnet wird. Jedes Verlies verfügt über einen von drei Schwierigkeitsgraden. Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad gibt es in den Verliesen unterschiedlich viele Monster, Fallen und Schätze. Nach seinem Bau kann das Verlies vollständig erkundet werden. Der Modron hält inne. Weitere Fähigkeiten sind über die Portallinse verfügbar. Was für weitere Fähigkeiten meinst du denn? Rubicon kann ein Verbindungstor zu anderen Orten bilden, indem sich das Verlies zeitweilig mit bekannten existierenden Portalen verbindet. Dieser Effekt wird als Portallinse bezeichnet. Auf diese Weise kann das Portal vom Innern Rubicons aus durchschritten werden, ohne dass das Portal direkt aufgesucht werden muss. Ich kann also, wenn ich ein Portal kenne, von hier aus zu dem Ort gelangen, zu dem es hinführt? So ist es, Leiter. Yo, das ist eine der genialsten Funktionen von Rubicon. Wofür wir allerdings eine Portallinse besitzen müssen, die wir ja zum Glück gerade eben gefunden haben, als wir das erste Mal da durchgelaufen sind. Dafür ist nämlich dieser kleine, naja, ich sag mal Rubin eigentlich, aber wenn man sich dieses Icon hier genau ansieht, kann man sozusagen, ich sag mal, vielleicht sogar eine Art Schaltfläche hier oben drauf erkennen. Auf jeden Fall eine sehr komische Art von Schliff, sag ich mal, wenn es ein Rubin ist, erkennen. Wir können diese Portallinse verwenden, um damit auf eine zweite Form der Schnellreisefunktion zugreifen zu können. Denn nun können wir uns, solange wir die Portallinse innerhalb Rubicons benutzen, jeden dieser Orte in Siegel hier und wahrscheinlich später auch noch weitere, per Portal ansteuern. Ist natürlich mega praktisch. Mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Sache ist nur, dass der Modron ja erzählt hat, wir könnten damit uns bekannte Portale ansteuern und nicht in jedem dieser Bezirke hier haben wir ein solches Portal entdeckt. Von daher ist das so eine kleine Abkürzung für die Entwickler, um das Ganze zu formulieren. Aber trotzdem werde ich mich sicherlich nicht darüber beschweren, mit so einem praktischen Item schnell von A nach B reisen zu können. Und wir kommen natürlich auch jederzeit nach Rubicon, wenn wir dafür einfach, wow, Bildschirm bitte, mach mit, wenn wir da einfach den Modronenwürfel wieder benutzen, wie wir es vorher auch getan haben. Wir haben uns jetzt sogar die Kombination gemerkt, wie es hier unten steht. Bis das Bein eine 50-Grad-Winkel beschreibt, das linke Knie beugen, dann die beiden Flügel öffnen, soweit es geht, und den rechten Arm dran und 180 Grad in seinem Gelenk drehen. Damit würden wir dann wieder hier in Rubicon rauskommen. Also unsere Schnellreisefunktion für das Spiel. Sehr, sehr praktisch. Aber wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Modronen, bevor wir die Zusammenfassung für Rubicon gleich mal stellen. Wir können nämlich noch fragen, existieren irgendwelche Gefahren im Zusammenhang mit dem Rubicon, auf die ich achten sollte? Ja, Herr Direktor. Lass dich auf keinen Fall von deinen Begleitern trennen, wenn du im Irrgang bist. Wenn der Irrgang neu gestartet oder ein neuer Schwierigkeitsgrad gewählt würde, würden alle getötet, die sich noch im Irrgang befinden. Okay, merken wir uns. Ich darf meine Gruppe nicht neu formieren, solange wir da drin sind. Sonst noch was? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, Herr Direktor.
Lass keine Gegenstände oder Ausrüstung im Irrgarten fallen. Wenn der Irrgang neu gestartet oder ein neuer Schwierigkeitsgrad gewählt würde, würden alle Gegenstände zerstört werden, die sich noch im Irrgang befinden. Okay, dasselbe, was für unsere Begleiter gilt, gilt also auch für unser Inventar. Wenn wir irgendein Item fallen lassen, wird es ebenso, ja, vernichtet, wie als wenn wir einen von ihnen hier lassen würden. Verstehe ich. Nichts Wichtiges fallen lassen. Sonst noch etwas? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Er hält inne und überlegt einen Moment. Nein, Herr Direktor. Also gut, dann leb wohl. Ja, Leute, und damit heiße ich euch willkommen in Rubicon. Oder auch im Englischen meistens bekannt als das Modron Maze, das Modronenlabyrinth. Meiner Meinung nach der absolut bekloppteste, beste, schlimmste, der Ort im ganzen Spiel in ganz Planescape Torment. Wenn man von diesem Spiel redet, dann muss man meiner Meinung nach diesen Raum wenigstens einmal erwähnen. Für alle von euch, die es jetzt ab diesem Punkt noch nicht begriffen haben, ersetzt einfach mal das Wort Verlies in der deutschen Übersetzung mit dem englischen Wort Dungeon. Rubicon ist ein Dungeon-Simulator. Die Modronen wollten mit diesem Projekt herausfinden, was einen Abenteurer oder eine Gruppe von Helden eigentlich in den üblichen Geschichten und Erzählungen immer wieder in eine Höhle, in ein Verlies, in eine verlassene Burg und so weiter hineinführt, obwohl jeder mit normalem Menschenverstand in einem Rollenspiel eigentlich weiß, dass diese Orte in der Regel von absolut tödlichen Kreaturen bewohnt werden und man da drin möglicherweise absolut nichts von Wert findet. Und genau das macht Rubicon so geil. Ich meine, denkt euch es einfach mal. Rubicon ist von den Entwicklern nicht nur als irgendein Dungeon für Planescape Torment programmiert worden. Rubicon ist die Parodie auf jeden Dungeon, in jedem Rollenspiel, was dieser regulären Formel nachgeht, was bis heute erschienen ist. Bis heute. Jede noch so kleine Höhle, in die man sich in Skyrim oder The Witcher oder wo auch immer reinbegibt, die vollgestopft ist mit Monstern, die möglicherweise Beute droppen, die überhaupt nicht nützlich für uns ist, wie zum Beispiel ein kleiner Steinstab, den wir nur irgendwo beim Händler mal verticken würden für einen Groschen Gold. Mit wichtigen kryptischen Hinweisen, die uns vielleicht zu irgendwelchen anderen neuen Orten führen könnten und so weiter. All das wird hier in seiner Grundform von Modronen von den Entwicklern dargestellt. Wir haben hier nur Raum an Raum gereiht, ganz, ganz einfach, die von irgendwelchen Konstrukten bewacht werden, in denen möglicherweise noch Fallen installiert sind, muss auch noch gesagt werden. Auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, den wir bis jetzt durchlaufen haben, gibt es, glaube ich, keine Fallen. Und wenn, dann sind sie sehr, sehr vereinzelt nur versteckt. Auf den höheren Schwierigkeitsgrad, den wir nachher noch betreten werden, gibt es, ich glaube, in fast jedem Raum wenigstens eine Falle, die sowas wie Grace und Ignus, naja, wahrscheinlich die Hälfte an Lebenspunkten abziehen kann, wenn ich ganz viel Pech habe. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Rubicon ist nicht einfach irgendein weiterer Dungeon, der in dieses Spiel einprogrammiert wurde, um die Spiellänge zu strecken. Es ist eine Hommage, ein Tribut und auch Kritik daran, wie solche Orte in Rollenspielen verarbeitet und entwickelt werden. Und genau deswegen liebe ich Rubicon so sehr. Was allerdings auch bedeutet, dass wir in der nächsten Aufnahme, Leute, zu dem Teil kommen, warum ich Rubicon hasse. Mit einer Leidenschaft hasse, die sich, naja, doch in Worte fassen lässt. Aber dazu kommen wir erst nächstes Mal. Denn in dieser Aufnahme hier habe ich mich natürlich absichtlich so blöd wie möglich gestellt, um nicht sofort zu spoilern, was hier eigentlich los ist. Aber Leute, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Planescape Torment, werden wir uns mit dem technischen Aspekt von Rubicon beschäftigen. Wie dieses Gebilde hier, wie dieser große Würfel hier eigentlich tickt, in dem wir uns befinden. Und zum Beispiel auch, woher die Inspiration zu diesem Ding kam. Ich habe da eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Also Leute, falls euch der Gedanke an die nächste Folge schon erfreut oder das mit dieser hier sogar schon der Fall war, dann denkt bitte an die positive Bewertung des Videos und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Planescape Torment. Bis dahin.
Schürze.